der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute in den Domag-Ateliers Künstlerhaus am Domagpark, um Ihnen ein paar neue Künstler vorzustellen, die vor kurzem eingezogen sind. Wie lange sind Sie jetzt da? Seit Juli. Seit Juli, das sind schon Ewigkeiten, oder? Nee, das sind halt erst 2 Monate. Da geht die Zeit recht schnell, oder? Ja, tatsächlich. Ja. Normalerweise beginne ich ja mit den Damen, aber diese junge Dame hier, ihr kam von Montenegro. Ja. What language spoken in Montenegro? Serbo-Kroatisch. Serbo-Kroatisch. Sprechen Sie Deutsch? Nicht, ich verstehe viel, aber ich spreche nicht Deutsch. Diese junge Dame war etwas fehlgeleitet. Sie ist erst nach Frankreich gegangen, hat da sehr gut Französisch dann gelernt. Englisch. Ja. How long are you here now? Also, since July? In Munich, yeah? I'm from 1 year. And these are your paintings. Your painting on glass? It's a plexiglass. I have different piece of the work. I work a lot with changing light. Then I work with the plexiglass painting and the sculpture. Also diese junge Dame liebt es, am Wasser zu sitzen, wahrscheinlich etwas später in Stunden und dann zu schauen, wieso sich die Sonne dann im Wasser bricht. Also light on water. Yes, because we was in Montenegro last year for 1 year, and then we work between mountains and the sea, and this is the inspiration from Montenegro. Okay, Montenegrinisch. And there are the wolves in Montenegro. Yes, there are the wolves. But I started to make illustrations of our children's book. This is the part of my trip book, because I work every time when we move a lot. This is the two side pictures. Ah, so, okay. Ein Wendebild, das ist ja toll. Okay, schauen Sie, das ist eine super, super Erfindung. Da kann man dann wirklich Platz sparen und dem Wohnzimmer alle 14 Tage einen völlig neuen Anstrich geben. Have you invented it? Haben Sie es erfunden? Invented the turning frame. Pictures. Only the frame. Not the turning pictures. In pictures, they are from... Man muss sie patentieren lassen. Wirklich patentieren. Was? Das ist total interessant. It's something because when you work one side and then you work the other side and it's nothing new. It's just the possibility how you can present it. Und damit wären wir jetzt bei dem Herrn, der auch hier arbeitet. Bei Erna war das natürlich schwierig, wenn Sie jetzt praktisch Ihre Bilder auch noch auf der anderen Seite praktisch dann mit besteinen, oder? Es gibt schon die Möglichkeit, die Steine nur vertikal zu kleben, dass man sie von beiden Seiten anschauen könnte. Das gibt's, die Möglichkeit besteht schon, es ein bisschen aufwendiger zu machen. Muss halt durchstützen erstmal, bis der Kleber dann entsprechend klebt. Also was kleben Sie das? Ich klebe mit klassischen Fliesenklebern. Nicht Kunstharze mag ich nicht so gerne. Okay. Da. Ich kann mir das so gut vorstellen, weil ich habe als Kind auch bei jedem Wandertag immer Steine mitgenommen. Verstehen Sie das? Ja. Ich habe jetzt einer gerade auch einen Stor gegeben, weil mich faszinieren Steine genauso wie Sie. Oder ist es bei Ihnen mehr die Form, die Sie fasziniert? Oder ist es der einzelne Stein? Der einzelne Stein und die Bewegung und das Verhältnis zueinander zwischen Ihnen. Weil ich arbeite ja nur, der eine sagt mir jetzt nicht viel, ich stelle sie hier auf und setze sie in Verhältnis und in Rhythmus zueinander, dass halt dann eine durchgehende Bewegung entsteht und Gegenbewegungen, die halt dann eine gewisse Rhythmik ergeben und darauf will ich hinaus. Also als alter Steinsammler sehe ich jetzt zum Beispiel, dass sie nicht von hier sind, die haben es nicht von der Isar. Wo sind die her? Die dunkleren Steine, die sind nicht von der Isar. Ja? Und die helleren sind auch nicht von der Isar. Ich habe von der Isar noch keine. Haben Sie die alle mitgebracht, oder die, was? Die, wenn ich irgendwo hingehe, dann gehe ich natürlich, dann nehme ich dann schon noch ein paar Steine mit. Ja. Also, dann frage ich, wo sind die her? Sind die aus Montenegro? Die sind nicht aus Montenegro. Die weiß Ristal. Ich weiß gar nicht, wo die her sind. Die habe ich jetzt gekauft. Sehen Sie, das Schlimme ist für solche Leute wie diesem Herrn wahrscheinlich, dass ich mich jetzt mehr für die Steine als für die Kunst interessiere. Die haben sie gekauft. Schauen Sie, Flussspat. Was ist das? Also, ist irgendein Sandstein oder sowas?
Und die spalten es dann nochmal, oder was? Nein, beim Stein. Ich bin als Mosaikleger groß geworden, indem ich... Als Mosaikleger? Ich bin gelernter Mosaikleger. Okay. Und da bin ich groß geworden in einer Technik, wo man jeden Stein so zubereitet, wie man ihn braucht, um dann Gemälde zu bauen. Da wird jeder Stein beschlagen. Ja, ich verstehe schon. Und diese Arbeit mit den Steinen steht im Kontrast dazu, weil es mir darum geht, einfach die Steine nicht mehr zu bearbeiten, sondern sie zu benutzen, wie sie mir in die Hand gleiten und dann die richtigen zu finden und sie an die richtige Stelle zu setzen, so wie es mir steht. Jetzt muss ich natürlich diese etwas profane Frage stellen, kann man sowas dann auch verkaufen, weil für viele Menschen der Stein ja eher lästig ist und nicht unbedingt so als Kunstwerk dann dient, es sei denn, es ist ein Edelstein, er ist kunstvoll geschliffen und kostet pro Stück dann mehrere 10.000 Euro, ne? Der Kunststein, der Edelstein bestimmt, aber ich verkaufe tatsächlich ein paar Werke aus Stein oder aus Schiefer. Sind es dann mehr so esoterisch angehauchte Menschen oder hängen die dann in Versicherungen, in Banken? Das weiß ich dann auch. Das ist ja wurscht. Ja. Ich finde das genial, verstehen Sie das? Weil man normalerweise, Sie können jetzt mir widersprechen, aber wenn ich zum Beispiel so eine Eisbachwelle hier male mit einem Surfer drauf, dann überlege ich mir schon, wer sich sowas dann ins Zimmer hängt. Ich denke jetzt ein Surfer, der schon sehr oft im Wind im Eisbach gefroren hat, oder? Ja, wenn es vor allem da ist, halt die Schneesituation, wirklich der Surfer, der im Winter gefahren ist. Ich kenne jemanden, der macht das auch. Und da haben wir erklärt, wie schrecklich das ist, wenn man sich so entscheiden muss, surfe ich jetzt oder friere ich lieber. Verstehen Sie das? Ja, das ist wahrscheinlich. Machen Sie das in der Freizeit, oder? Ich bin hauptberuflich Mosaikleger. Also ich bin. Aber surfen Sie in der Freizeit? Ach nee, ich surfe nicht. Nein, ich surfe nicht. Nee, die Bilder hat auch meine Frau gemalt. Ach so. Ich bin ja nicht der Maler, meine Frau ist die Malerin. Ich verstehe, und Sie sind der Mosaikleger. Ich finde das toll. Zum Beispiel das da vorne mit den verschiedenen Farben. Da färben Sie dann praktisch vorher die Steine ein und dann? Die Steine sind vorher eingefärbt und ich benutze sie dann in der Farbe. Ich habe mich gefragt, wie lange man an so einem Beutel hinarbeitet. Das ist unterschiedlich. Oft je kleiner, umso ja, langwieriger. Wissen Sie, was mich das erinnert? Das erinnert mich so ein bisschen an die Aborigine-Kunst der australischen Ureinwohner. Dieses Meditative, das da wahrscheinlich da drin steckt, oder? Die machen es halt mit Punkten und Sie machen es mit Steinen. Ich mache es mit Steinen, aber ich denke mir, jede Arbeit oder jedes Handwerk kann diesen meditativen Status erreichen. Wenn man einfach konzentriert bei seiner Arbeit ist, dann fällt man in eine gewisse Trance wahrscheinlich, wo man konzentriert ist und seine Umwelt vergessen kann und einfach konzentriert arbeitet. Lass ich jetzt als Schlusswort stehen. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Das, Damen und Herren, ist Andreas Ohrenschall und der braucht jetzt eine Leiter, der Ohrenschall. Da, wo Sie vorher waren, da waren die Räume etwas niedriger. Ja. Wie beeinflusst das Ihr Leben? Ja, insofern, als ein hoher Raum natürlich das Herz auch nach oben hebt. Ja? Auf jeden Fall, ich werde sicherlich noch Zwischenetagen einbauen, aber es ist eben besser. Selbst wenn ich 100 Quadratmeter in der Fläche hätte und nur 2 Meter Höhe, ist es also viel weniger inspirierend. Ja. Ich sag mal immer, wie heißt es, fünfmal, na, einmal umziehen ist fünfmal abbrennt. Wie ist das beim Künstler? Sie wissen, was ich meine. Reibungsverluste gibt es ja immer, wenn man von einem Quartier ins andere wechselt. Ich hatte Glück, dass ich doch relativ lange dort verweilen konnte. Mhm. Es war sehr anstrengend, mein lieber Sohn hat mir geholfen. Mhm. Und ich habe mich von vielen Dingen natürlich auch trennen müssen, klarerweise, ja. Und wie ist es hier mit dem Kennenlernen mit den Leuten, die um Sie herum arbeiten? Gibt es da schon einen Austausch? Es gibt schon einen Austausch, langsam, aber sicher. Und wir werden ja bald eben 20. September die offenen Ateliertage hier haben. Und da wird dann, denke ich, nochmal das Kennenlernen intensiver werden. Mhm. Eine letzte Frage. Dieses Burberry-Muster auf dem Schal, ist das so Ihre Zielgruppe, wenn ich mal fragen darf? Nein, nicht der Burberry-Schal. Die Zielgruppe sind ganz klar, wie Sie sehen, die S- und U-Bahn-Fahrer. Okay. Also in der völligen Alltäglichkeit.
Und ich versuche halt dort so eine Art von Heiligenbild zu entwickeln. Also nicht das normale Abfotografieren, sondern wirklich die, eben auch keine esoterische Aura, aber trotzdem die Alltäglichkeit etwas zu erhöhen. Ja. Und wer ist der Kaiser da drum? Heiliges Römisches Reich? Josef der Erste, wenn ich sagen darf, der Punkt ist, dass die Kaiserzyklus heißt, da ja jede Kunst repräsentativ ist in unseren Breiten. Sie repräsentiert Ideen, sie ist deutbar. Ist, sage ich, dass jedes Bild ein Kaiser ist. Deswegen hatte ich einmal einen Zyklus gemacht mit den Habsburger Herrschern, in, versetzt in die Jetztzeit. Verstehe. Das ist zum Beispiel Leopold I., bewusst sehr kollagiert, museumspädagogisch heißt das dann eben Leopold I. oder die Entseelung der Geschichte. Und wer ist der in der Tiefgarage? Das ist Matthias I. als junger Erzherzog. Und das heißt dann Formenkauf, also noch als Junge auf der Suche nach der eigenen Repräsentativität. Sind Sie auch noch Historiker? Haben Sie mal Geschichte gehabt oder hat das Sie jetzt interessiert? Naja, ich habe ja Bühnenbild studiert, also Theater gemacht und deswegen ist natürlich Geschichte ist einfach, sagen wir so, wenn man der Geschichte die Zeit entnimmt, dann bleibt eben ein Leib übrig. Das ist der Körper der Geschichte. Und in diesen Kapillaren sich zurechtzufinden, ist sehr nützlich. Für Leib und Seele. Das haben Sie sehr schön gesagt. Ich verneige mich. Danke. Sie hätten auch Schriftsteller werden können. Ja, ich bin dabei. Ja. Ja, ich wurde sehr ermutigt, deswegen schreibe ich auch viel. Ja. Okay. Auch die eigenen Performances. Wir schauen etwas weiter, Damen und Herren. Also, für deine Ruhe. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.